Ja, Siberia ist eigentlich ein ziemlich nices Game. Also vor allem auch grafisch gar nicht so schlecht, ne? Vergangenheitsära. Ja, der gute Vergangenheitsära. Wo war denn der Vergangenheitsära zuletzt stehen geblieben? Hier gibt's auf jeden Fall Loot. Er hat nicht ordentlich gelootet. Ah! Der Vergangenheitsära war ein Kalis vermeintlicher... Ne, hä, wo sind wir hier? Ich war hier noch nicht einmal, oder? La Moral. Ich glaube, wir waren ja zuletzt irgendwo hier aktiv, wo Kali rumgeströbert ist. Kann man das so sagen? Rumgeströbert ist kein Wort, ne? Egal. Halten wir bei, rumgeströbert ist. Und ich glaube, das ist halt der nächste Punkt, wo ich jemals schon mal war. Ich glaube, ich habe hier noch nicht großartig... Ach, ich habe noch mehr Infos ist die... für dich. Ah, das ist die Anlage, die wir geräumt haben für Petra. Na klar. I remember. Der Vergangenheitsära ist der neue Gegenwartsära. Wunderbar. Ich bin jetzt wieder auf dem aktuellsten Punkt. Ich frage mich nur, respawn das Zeug oder war ich so nachlässig und habe nicht alles gelootet? Das wäre... Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Das kann ich doch niemals alles übersehen haben. Ich glaube, ich muss irgendwas an meiner Zockerpolitik ändern. Kann das sein? Keine Schwierigkeit. Ja, moin. Wir haben soeben den Haibis bekommen. Ey, wie cool sieht die denn aus? Gucken wir an. Den Haibis. Da ist der Haibis, ne? Ach, das ist wieder ein... Oh, sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Ich glaube, das ist aber nur lediglich ein cooler Skin. Das ist keine allzu coole Waffe. Daher lasse ich die mal weg. Sag mal, Fami, ich habe doch gestern... Gut, jetzt ist Kali bei mir unterwegs in dem Gebiet. Kali bei mir unterwegs in dem Gebiet? Ach so, da bist du aktiv. Vor allem, was lustig war, heute am Anfang in Kena große Klappe gehabt. Das Spiel ist so easy und ja, wir wissen ja, was passiert. Ja, das ist, ja, Moment, man kann, ich bin der Meinung, dass das Kampfsystem zwar relativ rund läuft in Kena, ne, aber so gewisse Sachen bei Bossmonstern haben die einfach deaktiviert. Selbst wenn du ausweichst, kann der Boss, der springt so auf dich zu, du weichst aus und macht einfach, zack, so, diesen. Und das sind halt so Sachen, die laufen meines Erachtens nach nicht rund. Das muss auch, du musst ja auch mit deinem Skill quasi bei einem Boss irgendwas machen können. Kann nicht sein, dass du... Parieren hat ja teilweise gar nicht funktioniert bei Bossmonstern. Der hat ja einfach durchgelatzt, trotz Schild. So Kleinigkeiten. Und dann dieses Randommäßige, du gewöhnst dich an sein Movement, an dem, was er macht. Und dann macht er einfach was völlig Randommäßiges. Na, das war, naja... Was ein bisschen peinlich war, dass wir dann natürlich danach anschließend an den ganz normalen, einfachen Gegnern auch noch verreckt sind. Gut, das war vielleicht nicht so cool, aber... Naja, sag mal, Pami, hatten wir nicht letztens eine MG bekommen? Wo ist denn die MG? Ich finde die gar nicht mehr. Leichtes MG, leichtes MG, leichtes MG. Haben wir ja schon die ganze Zeit. Das sind alles leichte MGs, ne? Alles LMGs. Ich finde das halt nicht mehr. MG42. Ach, das war eine MG. Dann war das ja hier, ne? Ah, ne, das sind MPs. MG42. Ah, das sieht gut aus. Das sieht jetzt... Ich habe die ganze Zeit MG42 da. Sieht aber gar nicht gut aus im Vergleich zu unserer, ne? Ne, warte mal. Moment, Moment, Moment. Da muss ich auch hier reingehen für den Vergleich. So, die hat absolut keine Genauigkeit mehr. Aber das kriegt man mit Mods wahrscheinlich hin. Die macht ein bisschen mehr Schaden und hat ein bisschen eine bessere Handhabung. Wobei, die macht noch mehr Schaden. Die macht halt einfach noch mehr Schaden, Fami. So Schiffwracks in den Gewässern, um, hä? Lass einfach mal so eine Farm, oder? Durch das Kino El Racho in Lado Occidental. Occidental? Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Lass doch das hier einfach machen. Durchsuche das Kino in El Racho. Wo ist denn El Racho? Das wäre eigentlich mega cool. Warte mal.
Erkenne ich das denn hier? Muss ja hier irgend so ein Dorf sein, oder? Irgendwo wird es ein Kino geben. Dann machen wir einfach hin. So suchen das Kino. Finden die Waffe und sind glücklich. Geht's halt nur nicht den Ort. Du Scheiße, wie nah muss ich denn ranzoomen, damit wir das finden? Gibt's hier irgendwie nicht eine Suche? Ich würde gerne da und dahin und dann schiebt er mich da automatisch hin. Da! Nee, Rio Real. Ich suche das jetzt, ne? Scheißegal, was ihr mir sagt. Und ich werde es finden. Und ich werde sowas von finden. Habe ich es gleich. So gut wie gefunden. Nur noch ein paar Mal links, rechts. Ihr habt mehr Plätze zum Umbauen als das andere. Achso. Ja, ich guck gleich mal. Ich guck gleich mal. L, ah, hier. L. Aber war schon knapp. Fing schon mal mit L an. Das fing schon mit L an. Kann nicht mehr lange dauern, dann haben wir das. Ja, aber hier oben hin will ich ja noch gar nicht. Bestimmt hier drin, oder? Hotel. Ich find's nicht. Ich find das. Ich find's einfach nicht. Wo soll dieses Kino sein, Alter? Ralle ich nicht. Wisst ihr, was cool wäre, wenn der das direkt auf der Karte markieren würde? Wenn du jetzt hier draufklickst. Und dann sagst du. Eine einzige Waffe. Einzigartige Waffe. Die hätte ich schon gerne, ne? Durchsuche das Kino El Racho. Ach, halt, das Kino heißt El... Oh, ich bin so blöd manchmal, ne? In Lado, irgendwas. Moin, Dr. Ele. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, dir geht's gut. Okay, ich habe ein bisschen blöd gesucht. Moment. Ich dachte, dass... Ah, ich habe die ganze Zeit nach dem Kinonamen gesucht. Ich blöd, Mann. Moment. Moment. Nein, ja okay, das war mir irgendwie klar. Es ist einfach hier oben, weißt du? Wir können uns jetzt durchschlagen, extra nur fürs Kino. Aber da habe ich jetzt auch keine Lust zu. Weil das ist einfach schon Late Game, da das will ich noch nicht machen. Dann ist das so. Dann lass trotzdem mal ganz kurz gucken, ob wir eventuell eine neue... Waffe ausrüsten können. Das ist jetzt das Neue, ne? Macht ein weniger Schaden. Ja, die hat halt auch einen Mod mehr, ne? Ich glaube, dann nehme ich sogar die. Dann nehme ich die. Tut mir leid. Ich brauche noch eine Werkbank. Gucken wir sie mal an. Ja, sie sieht heftig aus. Die sieht heftig aus. Da unten ist noch eine Werkbank. Du hast nichts? Ich auch nicht. Ich lebe von Luft und Liebe. Mir geht's auch bestens, Ele. Mir geht's super. Solange wie ich Far Cry spielen kann und Kali bei mir ist, geht's mir bestens. So. Übrigens, ne, ihr habt noch ein paar Minuten Zeit. Kali verlost 18 Uhr das Far Cry Giveaway. Also ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit. Es gibt einmal einen Far Cry Key zu gewinnen. Da machen nicht so viele mit. Noch könnt ihr auf ihr Instagram-Profil uns mit dran teilnehmen. Nur nochmal so nebenbei. Halbe Stunde habt ihr noch. So. Oh, Fami hat sogar parat. Was ist denn da los? Da könnt ihr euch das auch nochmal durchlesen. Danke, Fami. Ist jetzt das letzte Mal, dann musst du es nicht nochmal posten. So, dann lasst mal ganz kurz gucken. Das ist natürlich kacke. Das ist ja unsere panzerbrechende Munition. Ach, dadurch macht die sogar weniger Schaden an allen anderen Mist. Ah.
I see it in your eyes. So, wir wollen natürlich auch hier wieder Genauigkeit. So, Mods können wir natürlich nicht wegen Schießpulvermangel. Pami, wo gibt's Schießpulver? Du bist ja hier der Experte. Halt, Skins fehlen noch. Wir müssen die Waffe natürlich optisch auch noch ein bisschen umpäppeln, oder? Dass sie auch halbwegs ertragbar ist. Scheiße, jetzt bin ich über Escape da dran. Primär. Oh shit, ich glaube, ich habe meine zweite Waffe umgeändert, ne? Den können wir noch nicht ausrüsten. Ja, ich würde mal sagen, sieht cleaner aus. Nehmen wir den Skin. Und ich würde gerne Baseball. Oh, Bullenhai ist natürlich auch ein geiler Anhänger. Aber ganz ehrlich, der Panzer gefällt mir. Da weiß man direkt, das ist ein Panzerbrecher, weißt du? Ich glaube, das ist ganz cool. So. Ist noch nicht maximal gut. Aber ich würde es gerne mal mit der vergleichen. Hä, die ist einfach trotzdem besser, ne? Die hat exakt denselben Schaden. Und ist einfach an sich besser. Die hat 100 Kugeln. Die schießt auch schneller. Nee, die kommen da nicht ran. Das ist krass. Die kommt da einfach nicht ran. Und ich sehe auch gerade, der Hammer der Götter, der hat ja sogar noch Mods, Alter. Nee, ich kann den nicht ersetzen. Das ist einfach so eine gute Waffe. Das habe ich jetzt für umsonst gemacht, Leute. Das habe ich absolut für umsonst gemacht. Ich muss einfach weiter mit dem spielen. Das Ding ist, selbst wenn ich die hier nehme, durch den Schadensmod an Panzer, macht er auch wieder weniger Schaden. Dann sind wir wieder bei dem gleichen Spiel. Ne, tut mir leid. Es bleibt einfach bei dieser Waffe. Geil, Mann. Dann war ja alles für umsonst. Lass mal weiter Missies machen. Hier haben wir jetzt die nächste Hauptmission. Wir haben auch hier wieder ein bisschen Stuff zum... Ich gehe erstmal erobern. Bin ich meinen Leuten schuldig. Ich habe keinen Laserpointer dran. Und dafür auch der Waffe bei den anderen unten drei Modplätze, also für Munier. Ja, hat ja meine auch, ne? Habe ja auch drei Mods. Einen habe ich ja schon dran. Ui, Jumpsuit Action! Wingsuit Action, nicht Jumpsuit. Alter, voll Call of Duty Style gerade, oder? Das ist ja ultimativ Call of Duty. So, was haben wir denn hier so schönes? Da ist gar nichts kugelsicher. So, wo sind meine kleinen Schäfchen? Wen muss ich eliminieren? Hä? Wen muss ich eliminieren? Da kam der Ingenieur zum Vorschein. Wunderbar. Ja, Lageplan halbwegs abgecheckt. Ich glaube, das waren noch nicht alle Gegner. Aber ich gehe trotzdem rein. Ich gehe rein, Leute. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein, ich habe meinen Bogen nicht bei. Moment. Aus irgendeinem Grund. Ah, scheiß drauf. Muss ja auch mal sein, oder? Mann. Wenn ich das jetzt mache, Leute, wenn ich das jetzt mache. Los geht's, Kichara. Du bleibst hier, Kleiner. Ich gehe rein. Moment. Komm, wir machen mal ein bisschen Schrotflinten-Action, oder? Du kommst aus Airdrops? Ah, alles klar. Kilo. Kilo, was soll das, hä? Was soll das? Ich dachte, wir sind Freunde. Ich dachte, wir sind Freunde. Alles wieder gut. Muss den looten, Moment. Böse Karte. Kontrollpunkt Costa Vizia. Alter, nice. Fuck. Ja, ihr seht schon, ne? Ich war im Armeecamp.
bin ein bisschen besser geworden. Alarm deaktiviert? Ist doch gar kein Alarm aktiv, oder sehe ich das falsch? Alle Alarme deaktiviert. Hä, es war gar kein Alarm, wenn du mich fragst. Egal. Macht es gemacht. Ah, okay. Mit der Mission mit einem Funkgerät beruhen. Okay. Haben die öfters machen? So, Luti, Luti, Luti machen. Alter, ist der Josef schon wieder am Ausrasten? Josef, ich hab dich gerade wiederbelebt und jetzt provozierst du es wieder, oder was? Lass doch die Leute einfach mal am Leben. Aber die B-Säule hält gut das aus. Die gute B-Säule, gute Qualität, schöner Autohersteller. Warte mal, die Autos bringen Loot, ne? Fahrzeuge und so ein Scheiß. Ja, komm! Danke! Das dauert ja Ewigkeiten. Und das war, glaube ich, auch noch ein gegnerisches Fahrzeug, ne? Hat es schon ausgebrannt. Das war, glaube ich, keins. Ich gehe trotzdem mal ran. Ne, es war keins. Da ist schon wieder was. Kann doch nicht sein. Da unten? Hä, hey, lol! So, die haben wir auch noch weggemacht. Kann doch jetzt nicht sein, oder? Wo kommen die alle her? Lass mal ganz kurz, habe ich gesagt. Lass mal ganz kurz hier einnehmen. So, dürfte ich. Kann man den hier gar nicht komplett einnehmen, frage ich mich gerade. Weil irgendwie, wir haben doch alles gemacht, oder? Ja, es sind doch komplett fertig. Wie kann es sein, dass der uns noch nicht gehört? Ich befürchte, den kann man nicht einnehmen. Zerstöre die... Ach, das ist Werbetafel. Ich merke mir das nicht. Ich merke mir das einfach nicht. Die Werbetafel muss man zerstören. Ja, ja, ja. Ich merke mir das wahrscheinlich nie. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal offstream von vorne anfangen und dann nur für YouTube hochladen. Ohne euch Chat, weißt du? Ohne euch das Spiel durchspielen. Ich glaube, ich renne hier eine halbe Stunde rum und frage mich, warum geht das nicht? Und gehe einfach wieder. Oh Mann, ist das manchmal los. Okay, das hätten wir. Haben wir hier noch was? Machen wir direkt mit. Schnellreise mit, Absprung. Seht ihr als Gegner? Ja, anscheinend. Auch eine Werbetafel muss eliminiert werden. Die hat keinen Grund auf Existenzberechtigung. Jung. So, mit dem Wingsuit zur Mission. Du Scheiße. Und dann geht's direkt wahrscheinlich weiter mit Wingsuit, wa? Oh, hier sind sogar Gegner. There are some enemies, my friend. Hier muss ich gut aufpassen. Chicharron, Bewegung. Hau doch mal ab, Chicharron. Hau doch mal ab. So. Noch sehe ich keinen. Kiko. Alles Lärchen, Kilo. Viel Spaß beim Zocken. Moin, Defi. Wunderschönen... Fuck. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, dir geht's soweit gut. Und ja, wir zocken heute Valorant. Uns geht's super. Könnte nicht besser laufen. Danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir geht's auch gut. So, nice. Wieder ein bisschen was leer gemacht. Ich frage mich, wo der die ganzen Soldaten herholt, ne? Wir töten am Tag so viele von denen. Ich frage mich, ey, wo die herkommen. Kann doch nicht sein. So. Da ist Treppe.
ein bisschen Dark Souls 3 gespeedrunnt. Ich habe aber gehört, Dark Souls 3 soll gar nicht so cool sein. Der erste Teil ist so der Kultteil. Die Ankunft in der Nähe des Leuchtturms San Telmo. Die niederspielt. Ist bestätigt. Wir sind auf dem Weg. Klingt, als sollte ich mir das ansehen. Ah. Werde ich zuerst hinkommen. Ah, oh, ich muss nur hier drüber fliegen. Komm, da unten geht's runter. Ja, wir haben es geschafft, oder? Sehr schön. Ey, man hat so viel Zeit dafür. Einfach mit dem Wingsuit bis hingleiten. Easy. Und trotzdem sind die Leute da unten. Ich bin kaputt davon. Die Mission meintest du? Hier kann ich Schießpulver grinden. Dark Souls 3 ist schwieriger. Wenn du das sagst. So. Wir können einfach bis dahin Wingsuiten. Mit Glück hast du Schwarzpulver. Ja, eins. Das ist ja bei mir kein Grinden. Aber bist darunter geglitten. Falls du uns ein Gegner. Warte ich den eben ab oder? Scheiß drauf, ich geh rüber. So, schönes Holster, die Waffe in das Holster, damit die uns gar nicht erst angreifen. Und jetzt können wir unsere Waffen auch auspacken, wa? Da ist die Belohnung! Da ist die Belohnung! Ganz ehrlich? Das hat nichts gebracht, ne? Ich dachte, ich kann das so oben drüber wegmachen. Das ist ja belastend. Was? Wie, wenn du wen kriegst? Was? Wenn wer wen kriegt? Wo ist denn wer? Du hast der Befehlshabende. Das Ziel ist hier irgendwo. Das glaube ich nicht, dass es... Findet es. Hallo. Ich bin ein Mensch. Mit Herz und Seele. Kannst nicht so mit mir reden. Schützeron, mach fertig. Da. Absicht, Schützeron. Sehr schön gemacht, sehr schön gemacht. Ja, wunderbar. Ich liebe deine Krallenarbeit. Schön tief in die Augen stechen, Schützeron, ne? Komm zurück. Schützeron, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Mach sie kalt, Schützeron. Da. Du darfst. Den mache ich. Nicht. Ich würde ja gerne helfen. Aber hinter dieser Wand bin ich ein bisschen unpässlich. Haben wir schön gemacht. Wir sind ein Dreamteam. Bin ich ehrlich. So, na dann, gucken wir doch mal. Airdrop. Wie viel kriege ich? Könnte mehrere rauskommen und wir kriegen. Das ist richtig gutes Zeug. Wir kriegen ganze. Ganze ein Schießpulver. Sehr gut. Naja. Hat sich gelohnt. Komm mal, was wolle. Viel besser. Naja, ich habe das aber tatsächlich schon von Anfang an gemacht. Und ich hatte, ich habe das auch durchgezogen. Mit dem die ganze Zeit reden. Vor allem muss er auch ein bisschen lauter reden und. Damit ihr nicht hier direkt am Mikrofon hängen muss. Ne? Vielleicht ist es ein bisschen besser, wenn man die ganze Zeit am Mikrofon dran ist, aber das will ich nicht, deswegen rede ich auch ein bisschen lauter. Ich hatte die ersten Wochen, Monate tatsächlich auch extreme Probleme nach dem Livestream. Ich habe gehustet, ich war am Abschleimen und. Man muss sich da dran gewöhnen. Man muss sich da absolut dran gewöhnen. Und das dauert. Es hat bei mir bestimmt ein halbes Jahr gedauert, bis das komplett weg war. Ich meine, viele streamen aber auch bis 3 Stunden, ne? Bloß. Du sagst jetzt schon, nach 1,5 Stunden ist anstrengend, ist halt auch so. Was ist denn jetzt hier? Ja, liebe Leute, da suche ich hier nach dem... Ich muss ja ganz viel suchen, da oben. Ah! Immer mal nach oben gucken zwischendurch, hilft wahrscheinlich. Komm ich nicht dran? Ah, jetzt. Boah, nice. Bis 2 kann man bekommen. Wenn du das sagst, vertraue ich dir. Muss ich wieder schwingen, ne?
warte. Und komm, mein Kleiner, schwing dich rum und Haken benutzen. Geil! Das ist mega Assassin's Creed-like, ne? Ich muss sogar sagen, ein bisschen smoother als Assassin's Creed. Okay, und er macht den Satz nach vorne. Ein Satz. Ich trinke Kaffee. Ein Satz beendet. Du denn? Ich wollte es nochmal probieren. Ganz ehrlich, wenn ich er wäre, ich würde schneller fahren. Ich würde so schneller fahren. Komm einfach von irgendwo Schüsse auf mein Auto und er fährt chillig weiter. Oh, hier kommt er ja nochmal ins Meer hinaus. Wisst ihr noch was? Gestern... Passiert es? Als mich dieser riesige fette Hai angriff. Moment, das sind noch mehr. Was ist denn hier gerade los? Treff nicht! Ich treff nicht! Okay, cool. Wo ist jetzt der Dude hin? Ich hätte gern so ein Boot, weißt du? Deswegen mache ich das gerade. Also entspannt euch mal. Ist das ein Gegner? Nee, ne? Aber trotzdem ist da vorne noch irgendwo einer. Da ist er, oder? Der da. Kann ich nicht so weit schießen? Okay, gut. Ah, der Lebner. Der hat einen Schuss mitten in die Fresse bekommen. Und er macht einfach weiter. Alles klar, so, wir sind fertig mit dem. Wir sind sowas von fertig mit dem.